Du hast schon lange keine Videos gedreht. Oh, Alter, ich bin immer bereit. Oh, er ist immer bereit, Mann. Ich bin immer bereit. Mann. Galaxy, Alter. Du bist Galaxy. Kannst du irgendwas oder nicht? Hey Jungs, was geht ab, Mann? Wir haben hier einen alten ehemaligen Pharao, Mann. Einen ehemaligen Spieler. Naja, ich würde mal sagen, okay, er war schon echt gut damals, ja. Damals. Damals. Du hast aufgehört, oder Nico? Ja, aber jetzt bin ich wieder zurück. Comeback-Video. Warum hast du aufgehört? Keine Ahnung, nicht mehr so viel Zeit, es haben nicht mehr so viele Leute gespielt. Aber ich sehe schon, ein paar sind süchtig geblieben, die konnten nicht aufhören. Ja. Zeig auch auf den da hinten mit dem. Deswegen, ich bin wieder zurück im Spiel, aber es ist schwierig, alle Karten zu kennen und die neuen Regeln auch. Wovor ich am meisten Angst habe, 5 Karten zu ziehen am Anfang und dann die 6. Karte zu ziehen. Ja. Davor habe ich am meisten Angst, aber schauen wir mal. Ja, und was willst du spielen jetzt? Magical Explosion, erstmal für den Anfang. Vom Lacht. Ja, ich brauche erstmal ein bisschen Zeit, um die ganzen neuen Karten kennenzulernen, aber dann geht's ab. Ich bin ja mal gespannt, ob du da irgendwas reißen kannst. Aber nach Prag fährst du auch, oder? Ja, nach Prag fahre ich auch, aber... Kennst du die Spielregeln? Priorität zum Feiern, ja, die Regeln kenne ich schon, ja. Die neuen so mit... Der erste Schenkel ist. Ja, die kenne ich. Ja, ich kenne das neue Spielfeld kennst du auch, oder? Mit Scales. Ich hoffe, die Leute spielen alle mit diesen Spielmatten, wo sie immer das schon drauflegen. Wenn nicht, ich gebe sofort Game Loss. Sofort. Wenn sie das nicht drauflegen, sofort Game Loss. Ansonsten, was auch so von wo ich jetzt gerade. Ja, erstmal ein bisschen feiern und dann schauen wir mal, was so geht. Keine Ahnung, ja, ich kenne mich nicht. Ich weiß nicht, wie die Tourier vom Ort abgeht und so weiter. Was hat sich denn jetzt wieder bewegt, wieder anzufangen? Keine Ahnung, ich habe mal wieder Lust, die Leute wieder jetzt hier zu sehen, weil ich gehe nach Containment und nach Hause. Und keine Ahnung, es war schon ein lustiges Hobby. Und, das war eine lustige Zeit auch, oder? Genau, es war eine lustige Zeit und jetzt kann man das auch ein bisschen kombinieren, also nicht nur zum Turnier fahren, so ein bisschen Stadt anschauen, ein bisschen abends, ein bisschen, ne? Also nicht nur zocken und ja, ganz ehrlich, was will man Samstagmittag machen? Was soll man sonst Samstag machen? Was soll man Samstagmittag sonst machen? Ja, so wie früher, aber war schon geil. War eine coole Zeit, ja. Was sagt ihr jetzt, was hat sich jetzt im Gegensatz zu früher geändert? Ja, einfach, es ist alles sehr schnell geworden. Die Decks an sich sind echt schnell. OTK-Potenzial viel zu hoch, ja, bei vielen Decks. Und ja, irgendwie habe ich auch gemerkt, dass Yugi, glaube ich, nicht mehr als 3 Runden geht. Ja, du kannst in der zweiten, dritten Runde kann man schon den Gegner eigentlich auf Null bringen. Ja. Magical Explosion. Ja. Erste Runde. Aber es ist wirklich so. Also, ich glaube Timeout. Ja, Timeout oder? Kommt man überhaupt noch in Timeout oder gibt es so? Das gibt es auch so schnell. Gibt es immer noch. Wie schaut es aus mit den Preisen? Sind die gestiegen oder? Die Preise von den Karten. Ja, das ist immer noch enorm. Also man muss doch investieren. Jetzt mit der neuen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gibt eine neue Booster-Verteilung jetzt bei den Displays. Und zwar gibt es in jedem Display eine Super Rare, eine Holo. Okay. Ja, und es gibt pro Display auch immer 2 Secret Rares, sprich die Preise haben sich ein bisschen verändert. Kauft ihr nur die Einzelkarten? Ja, aber Display ist auch hin und wieder mal nicht so schlecht. Display ist immer gut, vor allem bei unseren Sponsoren. Ja, wie zum Beispiel von Tame Mentor. Was ist das, ey? Sponsor. Ja, aber du bist es wieder richtig durchziehen, oder? Ja, ich will richtig anfangen, bist du dann wieder Meta oder du hast ja früher mal Ding gespielt? So diese. Ich will erstmal schauen, ich muss erst reinkommen. Ich muss erstmal die Rulings, die Karten und so weiter. Weil ich brauche erstmal immer eine halbe Stunde, wenn ich die Chart dann ziehe, bis ich die Karten erstmal durchlese. Aber ich kannte dich halt ganz am Anfang als Metaspieler, dann wurdest du kein Metaspieler. Ja, da hatte ich keine Lust mehr. Ja, genau, und jetzt so. Aber jetzt habe ich auch gemerkt, es gibt viele verschiedene Decks, hier spielt nicht jeder das gleiche. Also, kennst du dich mit dem Meta aus zurzeit? Ja, was hältst du von den Decks so? Die Decks sind viel zu schnell. Also was ich gemerkt habe, wie gesagt, das Spiel geht nur noch ein paar Runden. Aber was ich gut finde, dass es verschiedene Decks gibt. Also, keine Ahnung, ich habe gemerkt, es gibt, keine Ahnung, 4, 5 verschiedene Decks, das finde ich gut. Das gefällt mir. Aber man kann nicht sagen, was das beste Deck ist. Also, es ist sehr verschieden, es ist was Gutes. Ja, es geht halt viel zu schnell. Das wirst du dann schon erleben, wenn du wieder auf größeren Turnieren warst und so, dann wirst du schon sehen, was dann das bessere Deck ist. Aber es ist ja nicht so, dass, keine Ahnung, 80% ein Deck spielen.
Ist mehr. Doch, es gab also nicht mehr. Vor der Badlist schon. Vor der Badlist gab es schon nur Pepe zum Beispiel. Das war das OnePlus Ultra. Weil das war schnell, das war explosiv, das war alles. Ja, ja, das haben sie ja geschwenkt. Keine Ahnung, ich finde es auch interessant, dass neue Sachen kommen, diese Pendels und so weiter, aber es ist halt heftig, dass du fünf Monster auf einmal kommst. Das ist, ja, aber das keine Ahnung, das hätte man ein bisschen besser machen können. Das hätte man irgendwie so, dass ein Monster irgendwie durch diese Beschwörung kommt oder so. Aber naja. Ja, dann sei gespannt auf deine Turniere. Ja. Und schön, dass du da mitmachst, ja, dass du da bist. Ein bisschen Gaudi, ein bisschen. Ja, ohne Scheiß, war echt schon lustig, auch die Fahrt und so. Ja. Nico war immer einer, der immer viel gelacht hat. Schon so, weißt du. Seine Lachen war immer so lustig und so. Ja. Schauen wir, wie es läuft. Wir geben euch noch ein YCS Update. Ja, und machen wir auf die Fahrt wieder. Die er dann auch leidet wie wir alle, weißt du? Leide immer. Ein Leiden, du. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, like, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt grüßen.